Rohkost ist nicht gleich Rohkost. Guten Morgen. Ich möchte heute mal wieder etwas Bewusstheit in die Diskussion um eine roh vegane Ernährung bringen. Und wenn ihr Probleme habt damit, dass ihr als Rohköstler euch trotzdem nicht optimal ernähren könnt, dann schaltet lieber ab. Viele Menschen inklusive mir haben die Erfahrung gemacht, dass die roh vegane Ernährung, also die Rohkost, die gesündeste, vitalste und entsprechend beste Ernährung für das Wohlbefinden ist und proklamieren dieses lautstark. Nur geht diese Erfahrung bei den meisten Menschen mit dem hohen Verzehr von Wildgrün, Obst und Gemüse einher, also den Dingen, die natürlich, die unverarbeitet und die stark wasserhaltig sind. Entsprechende Studien, die die positiven Effekte von rohem Obst und von rohem Gemüse bestätigen, gibt es zuhauf. Ich werde euch sicher einfach mal die aktuellste Studie oben in den Infokarten einblenden oder in der Infobox. Ja, da, genau die Studie werde ich einblenden in China, wo man herausgefunden hat, dass man nur mit dem Wechsel zu vermehrt rohem Obst sein Sterberisiko gegenüber dem Konsum von Reis und Nudeln, was ja auch vegan ist, um 40% senken kann. Die vegane vollwertige Rohkost ist sicher zu Recht die einzige Ernährungsform, die noch nicht in irgendeiner Studie ernsthaft kritisiert wurde. Und viele gesundheitliche Veganer sehen in dieser Ernährungsform zu Recht eine Steigerung, wenn es eben darum geht, zum Beispiel Krankheiten zu heilen oder einfach optimal und gesund zu leben. Doch dann passiert etwas typisch Menschliches. Die Grundidee wird pervertiert und so ausgelegt, dass vieles der zugrunde liegenden Wahrheit einfach nicht mehr existent ist. Die grundlegende Idee der Rohkost ist einfach viel Wildgrün, viel Obst, viel Gemüse in seiner rohen, unverarbeiteten Form zu essen. Deshalb heißt es ja auch Rohkost. Aber wie wird denn Rohkost mittlerweile definiert? Da heißt es, man soll nichts über 43 Grad erhitzen. Dann ist es Rohkost. Das hat aber nicht unbedingt was mit der ganzheitlichen Idee, dieser Grundidee von der Rohkost zu tun. Es ist einfach nur aufgrund der Denaturierung der Proteine bei 43 Grad ein Merkmal der Rohkost. Und natürlich ist es richtig, dass Enzyme so im Mundraum den Stoffwechselvorgang stärker katalysieren, weil der Körper weniger körpereigene Enzyme bereitstellen muss, als wenn die Nahrung über 43 Grad erhitzt ist. Auch klar. Im Magen ist dann von den Enzymen aufgrund der Magensäure dann aber nicht mehr so viel übrig, wie dann aber im Mund. Aber ja klar, das ist wirklich ein Argument, was auch biochemisch für die Rohkost spricht, was diesen Rohkostansatz unterstützt und woher eben auch dieses Merkmal kommt mit den 43 Grad. Das bedeutet aber nicht, dass alles, was ihr bis 43 Grad esst, automatisch Rohkost ist. Zumindest nicht die Rohkost, die dazu geführt hat, dass Menschen wie ich euch sagen, Rohkost ist die beste Ernährungsform. Rohkost bedeutet wirklich volle, natürliche Lebensenergie. Das ist die Idee. Und das ist auch gleichzeitig die Problematik mit diesen Worten immer. Die Rohkost, die ich meine, die ich euch vorstelle, das ist die natürliche Lebensenergie. Aber das interessiert viele Menschen nicht. Die wollen sich mit Begriffen und mit einem Status identifizieren. Sie wollen Rohköstler sein und damit in eine elitäre Kaste gehören, die ganz oben im Gesundheitsolymp stehen. Und daher ja, ist es so, dass diese Menschen dann peinlich und penibel genau darauf achten, dass die Nüsse, auch die letzte Nuss im Beutel, die Rohkostqualität hat. Dass alles, was sie kaufen, ein Wort auf der Packung hat. Was? Roh oder wow heißt. Und dann sind sie zufrieden. Ohne überhaupt nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was sie sich da reinziehen. Es ist unter 43 Grad, also es ist roh. Das ist dieser Ansatz. Und Rohkost ist die beste Ernährung und das fügt man dann irgendwie zusammen. Das ist Schwachsinn, das ist Schwachsinn. Das ist keine Rohkost. Das ist Nahrung, die nicht über 43 Grad erhitzt wurde. Das ist alles. Denn was ist passiert? Die Menschen schaffen eine Definition, um dieses agile, gesunde und freudige Lebensgefühl der echten Rohkost in eine Form zu pressen. Und dann nimmt man diese Form, dieses Abbild und bastelt sich eine Welt, in der man wieder bequem seinen konditionierten Gelüsten frönen kann. War Bites, War Chocolate und roh vegane Pizza machen die Rohkost dann zum Selbstläufer. Aber das hat nur in einem Punkt was mit der Rohkost zu tun. Eben, dass diese Nahrung nicht über 43 Grad erhitzt wurde. Aber das Kernelement der Rohkost, das ist ein anderes. Rohkost sind lebendige, wasserhaltige und mit praller Nahrungsenergie gefüllte Lebensmittel. Roh vegane Schokolade ist keine Rohkost. Egal was da draufsteht. Nicht die Rohkost, die wir meinen. Die Rohkost, die uns agil macht. Die Rohkost, die uns gut fühlen lässt. Fruchtleder ist keine Rohkost. Essener Brot ist keine Rohkost. Das ist alles eine
Pervertierung der Idee der Rohkost. Und ja, ich weiß, all die Menschen, die jetzt so stolz auf ihren Rang als Rohköster sind, denen ballt sich die Faust in der Tasche, weil der olle Christian ihren Ruhm streitig machen will. Ihnen sagt, dass sie nicht top of the top sind, sondern dass sie oder das, was sie eigentlich erreichen wollen, eine gesunde, natürliche und maximal heilsbringende Nahrung, dass sie dieses eben nicht vollziehen. Richtige Rohkost ist vital und dazu gehört, dass es prall mit zum Beispiel dem lebensbringenden Wasser gefüllt ist. Unser Körper besteht zum großen Teil aus Wasser. Wenn wir dehydrierte Nahrung zu uns nehmen, zieht diese Nahrung Wasser aus unserem Körper raus. Das ist nicht gesund und das ist auch nicht die Idee der Rohkost. Wenn wir Nahrung weiterverarbeiten, indem wir die Zellstruktur aufbrechen und der Oxidation aussetzen, ohne sie dann gleich zu verzehren, wie jetzt zum Beispiel beim Smoothie, sondern danach noch dehydrieren, dann ist das nicht die Idee der Rohkost. Wenn wir Dinge mit Gewürzen und Zusätzen so zuballern, damit die Rohkostbulette wieder so schmeckt wie eine echte Bulette, dann ist das nicht die Idee der Rohkost. Die Rohkost, das ist der Apfel. Die Rohkost, das ist das Gras. Die Rohkost, das ist die Gurke. Die Paprika oder der Löwenzahn, das ist der Kern der Rohkost. Das ist das, was uns richtig fit und vital macht. Nicht irgendwelche abgepackte Scheiße im Vegans, wo Wah draufsteht. Klar, bei gleichen Zutaten ist das gesünder als Mass oder ein Snickers, das ist ohne Frage. Aber dieser Riegel ist nicht die Rohkost. Nur weil ein Merkmal des ursprünglichen Rohkostgedankens erfüllt ist. Ich rufe, wenn ich die Rohkost lobpreise, vor allem zu frischem Wildgrün, zu Obst und zu Gemüse auf und nicht zu irgendwelchen Rezepten, die in Rohkostqualität zubereitet sind, aber nichts mehr mit der Rohkost an sich zu tun haben. Was nicht heißt, dass man nicht auch eine geile Rohkostpizza nach der klassischen 43 Grad Definition machen kann und das gesundheitlich allemal immer noch besser ist als eine Pizza, die über 43 Grad erhitzt ist. Aber es ist dann vom Standpunkt des Optimalen, was ich oft darstelle, dass ich die Rohkost als beste Ernährung empfehle, ist es egal, ob man statt einer rohveganen Pizza eine vegane Pizza macht. Eine rohvegane ist gesünder, aber eben irrelevant, wenn man von der besten Ernährung, die möglich ist, redet. Nur wenige Menschen werden sich nur optimal ernähren wollen, da die meisten Menschen inklusive mir die Bequemlichkeit oder den Genuss als wichtig erachten und somit einen für sie optimalen Mittelweg finden. Aber das Wissen darum, was optimal ist, das ist für diese Entscheidung trotzdem sehr wichtig. Das ist Bewusstheit. Und daher auch dieses Video, die Rohkost, wie sie derzeit beworben und als elitäre Kaste glorifiziert wird, das ist nicht die optimale Ernährung. Die optimale Ernährung ist die wahre Rohkost. Die Rohkost, die unverarbeitet, biologisch, also nicht Biosiegel, sondern biologisch, das heißt keine Zusatzstoffe, keine Düngemittel beinhaltet. Da fällt das ganze Bio-Obst und auch das ganze Biogemüse raus. Und auch weil die haben auch Dünger und Boostermittel, biologisch natürlich, aber das fällt dann raus. Pflanzenschutzmittel werden eingesetzt im Biobereich. Das fällt raus. Die Rohkost ist nur das, was auch frisch geerntet wird. Ihr seht, es ist so viel und ihr habt jetzt auch richtig geschlussfolgert. Es ist für die meisten Menschen überhaupt nicht realisierbar. Sie werden nie in die Kaste der wahren Rohköstler aufgenommen werden. Und es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und verdammt nochmal, ich will Rohköstler sein. Na. Das Problem dabei ist, Du wirst es nicht schaffen und du musst es auch nicht schaffen. Rohkost, das ist eine Idee, die das Optimum beschreibt. Aber was du eben gar nicht realisieren kannst und auch gar nicht realisieren willst. Und das ist gut so, weil du einfach für dich das maximal Mögliche tust, ohne in Extreme zu fallen. Dass dir die Leidenstränen an der Wange runterlaufen, weil das getrocknete Obst keine Rohkostqualität hat und so weiter. Alles schon persönlich erlebt. Du tust einfach das maximal Mögliche mit dem Wissen, was das Optimum ist, dieses aber nie erreichen zu können. Das schafft Demut und Demut ist gesund. Wer denkt, dass er alles über Ernährung weiß, der hat die wichtigste Lektion im Leben noch nicht gelernt. Der Mensch weiß gar nichts. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben. Schreibt mir eure Meinung. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.